Bei der Hydraulikschlauchleitung sprechen wir hier von dem Anschluss von einem genormten Bauteil. Der Schlauch an sich ist übrigens auch genormt, das heißt, wir sprechen hier von genormten Durchmessern, Druckbereichen etc. Was nicht genormt ist, ist das Wichtigste hier, die Verpressung. Deswegen weisen wir darauf hin, dass der Hersteller einer Hydraulikschlauchleitung immer darauf achten muss, dass der Schlauchnippel, die Fassung und der Schlauch aufeinander abgestimmt sind.